Hallo und herzlich willkommen beim Dart Profi Channel. Ich bin euer Philipp Hu. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Es ist Hannes the Ram Schnier. Ja, diesen Mai hat Hannes Schnier einen neuen Sponsor gefunden. Ich bin schon richtig gespannt, was er uns erzählen kann. Viel Spaß! So, meine Lieben, jetzt hat er es endlich geschafft. Hannes Schnier ist bei uns. Hannes hat einen neuen, jetzt keinen Hauptsponsor, einen neuen Dart-Pfeil-Sponsor, eine englische Firma. Jetzt ein bisschen unbekannt in Mitteleuropa, aber doch sehr stark. Also sie kommen mit wirklich neuen Produkten. Und ja, erzähl uns einfach mal, wie ist es dazu gekommen? Ja, es war eigentlich eine Initiative, die mich dazu gebracht hat, weil ich mir dachte, irgendwo muss jemand auch für mich herumlaufen. Habe dann mehrere Firmen angeschrieben und es hat dann bei zwei geklappt. Und Showtime Darts hat mir dann eigentlich sehr deutlich gemacht, dass sie mich gerne haben würden. Und sie waren sehr bemüht von Anfang an und eigentlich verwundert, dass ich noch keinen großen Sponsor habe. Und habe mich dann für diese Marke entschieden und deswegen bin ich sehr froh, jetzt da dort unter Vertrag zu sein. Showtime Darts ist jetzt nicht eine Dart-Firma, die man jetzt kennt aus der PDC, aus den ganzen Turnieren. Warum schafft es eigentlich so ein starker Spieler wie du, der eigentlich in Österreich eigentlich immer zu den Top-Spielern gehört, wenn nicht unter den Top 3, Top 4 Spielern in Österreich immer und auch schon so lange dabei ist, dass er jetzt wirklich keinen ganz großen Wurf landet, jetzt bei Unicorn, bei Target, bei Bulls, woran scheitert es da? Oder? Ja, das Problem ist halt, dass bei uns immer noch so ist, dass Dart nicht wirklich unterstützt und gefördert wird. Sei es jetzt da auch natürlich vom Fernsehen her. Die deutschen Spieler haben da viel mehr Vorteile, weil sobald ein deutscher Spieler mal ins Rampenlicht rückt, ist er gleich auf der Bühne und wird gleich supported und natürlich unterstützt von vielen. Und das fehlt natürlich auch. Wir haben keine Landesfirma, die jetzt Dart erzeugt, so wie Deutschland Bulls. Und Unicorn ist sicher eine große Firma, sehr bekannt und sehr erfahren natürlich, aber ich glaube, wenn man da als normaler Spieler jetzt sicherlich, man denkt, dass man zu den Besseren gehört, aber dort nur der Vertrag ist, dann ist man die Nummer 1256 und bei Showtime Darts habe ich halt das Gefühl, dass ich unter den Top 5 bin, weil ich auch unter den ersten 5 Spielern bin, die dort unter Vertrag sind und ich da die Marke vielleicht ein bisschen mitgestalten kann und Tipps geben kann, wie man die Produkte halt vielleicht noch in eine Richtung verbessern kann. Ja, bei Hannes hat sich ja nicht nur der Hauptsponsor oder der Dart-Pfeil-Sponsor geändert, auch der Nickname hat sich geändert. Das ist ja eigentlich eine große Sache. Ja, jetzt erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, mein erster Nickname, The Rock, wurde mir von der PDC gegeben, im Zusammenhang, da es in Österreich Berge gibt. Auf eine kurze Erklärung damals, dass ich gesagt habe, ich komme eigentlich aus Wien und dass ich nichts mit The Rock oder Dwayne The Rock Johnson zu tun habe. Das war damals komplett egal und jetzt da sozusagen über Winter habe ich mir da ein bisschen Gedanken gemacht und finde eigentlich, dass der Ram bezogen auf ein Sternzeichen besser zu mir passt und ich glaube, dank eines Freundes habe ich da ein ganz cooles Logo kreiert und er hat mir das dann aufs Papier gebracht und deswegen finde ich, dass der Ram gut passt und kommt gut an. Also der Schlankeste bin ich auch nicht und durchsetzen kann ich mich auch. Also passt das schon. Ja, erzähl unseren Zuschauern doch ein bisschen was du dir in der Zukunft so vorstellst oder was du für Pläne hast. Ja, jetzt natürlich am Plan steht das PDC Austrian Open, wo ich die Qualifikation natürlich bestreiten muss und versuche, diese auch positiv zu beenden. Sollte das funktionieren, dann spiele ich am Wochenende das PDC-Turnier in Schwechat. Im Multiversum, wo es übrigens noch Karten gibt und sonst ist der Juni eigentlich sehr dicht gestaffelt, also ich werde eine Woche drauf dann das Gentle-Turnier spielen, werde dann wieder eine Woche drauf das Austrian Open von der BDO WDF spielen, auf das ich mich auch natürlich sehr freue und für die Saison generell ist es wichtig, mich in der Puls Super League noch unter den besten 8 Spielern zu qualifizieren für das Finale und ich glaube mal dann am Finaltag eine Tagesverfassung, da ist alles möglich, also von 8. Platz bis WM-Ticket und natürlich hoffe ich auf das Beste. Ja, wir vom Dart-Profi-Team und natürlich unsere Zuschauer wünschen dir nur das Beste und möge es in der Zukunft einfach nochmal noch besser gehen und wir wünschen dir oder wir drücken dir alle Daumen. Hey, no, 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 no.